2004, die erste Sendung von Lautlos, war ursprünglich eigentlich nur ein Pilot, als Pilot geplant, ging dann aber gleich auf Sendung und hatte zum Inhalt die grandiose Band The Tiger Mess. The Tiger Mess. The Tiger Mess. Es war aufregend, war ein bisschen verstörend. Nach dem 25. Take von Conny. Hallo, wir befinden uns mitten in Wiener Neustadt vor einem wunderbaren Brachland. Grandiose Anmoderation und sensationelle Antworten. War das der mit dem Katzenzerlegen? Hast du eine Katze? Ich habe keine Katze, ich erlege mir eine zuzulegen. Was ist das für ein Stümper? Connys Frisuren völlig unten durch, doch ziemlich kreativ. Mal waren sie rot, mal waren sie grün, sie waren eventuell sogar mal kurz, ich weiß es nicht genau. Hallo, willkommen zu einem Lautlos-Spezial. Dass das ein Hitlerbärtchen ist bei Triebwerk im Grün, ist eine Lüge. Meint er das ernst oder checkt das einfach nicht? Frechheit. Hat sich ja der Wander behauptet, oder? Ja, Amok, was soll ich sagen zu ihm? Ich weiß nicht ganz genau, was ich zu mir selbst sagen soll. Ich habe ihm irgendwann erzählt, ich mache eine Fernsehsendung, da wollte er natürlich unbedingt dabei sein und hat mir seine ewig währende Freundschaft dafür verkauft. Ja, Johnny ist ja da der kreative Motor hinter Lautlos. Meine Herren, meine Damen, hier bin ich, hier sitze ich. Das erste süße Plätzchen, kann ich mich noch sehr gut erinnern, die Spinnerin am Kreuz. Er ist einfach losgerannt. Und das war's. Es war notwendig. Es war irgendwie, ich musste hin. Sollte da noch einen Off-Text geben dazu, das wahnsinnig witzig und kreativ ist? Ich denke, ich habe somit die Idee zerstört, aber den Grundstein für etwas ganz Nettes gelegt. Ich war ja eigentlich Pantomime. Ich bin rumgelaufen, habe Dinge gemacht, die im Grunde völlig irr waren. Ja, er hat ja, glaube ich, die ersten drei Jahre, hat er nichts gesagt. Wir unterbrechen die aktuelle Berichterstattung für ein süßes Plätzchen-Spezial. Irgendwann gab es dann die erste Sprechrolle. Hier in der Wiener Straße befindet sich eine Gehsteigauffahrt. Und wo diese hinführt? Unglaublich, in ein Gebüsch. Und sie denken jetzt bestimmt dasselbe, was ich denke, und sie haben recht. Und Conny entdeckt, dass ich eigentlich der Batman bin. Hier befindet sich der Batcave von Batman. Ich kam dann einfach die Straße lang geradelt. Sie sind doch der Batman. Na, das bin ich nicht. Wieso? Ich fand das ja wirklich kultig. Falls ihr es bis jetzt noch nicht wisst, es stimmt, ich bin der Batman. Im Laufe der Jahre hat man natürlich einige kleine Verrückte in ihren Proberäumen besucht, andererseits aber auch die großen Verrückten auf den großen Bühnen. Und einige von ihnen getroffen, was mitunter, nicht so glorreich war. Fletcher von Pennywise. You speak German? No. Frechheit. Der Conny, ich und so manche andere hatten überhaupt keine Ahnung, wer das ist. Und wir sitzen da in diesem Nightliner-Bus mit einem behaarten, dicken Typen, der Fletcher hieß. Wunderschön war auch Starmania. Der Johnny, der Conny und ich sind ja große Starmania-Fans. Ich stamme ja selbst aus einer Casting-Sendung. Ich wurde ja von Christoph, unserem Kameramann, und Conny gecastet, um eben der Pausentrottel bei Lautlos zu sein. Und darum fand ich es interessant, dass wir dann bei Starmania waren und Conny eben die aktuellen Pausentrotteln. Leider waren die weit weniger begeistert als wir. Was würdest du dir jetzt wünschen von der anderen Seite, ja, dass man dich fragt? Gar nichts. Gar nichts, gut, dann will ich dich nicht weiter quälen, wünsche dir ganz viel Spaß, Nadine, und viel Erfolg weiterhin, ja? Dankeschön. Okay, ciao. Es war schrecklich zu sehen, wie uninspirierend nicht nur dieses Format ist, sondern auch die, die da mitmachen. Benny hört Nagel mit großartigen Anekdoten. Interessiert dich das überhaupt? Du, ja. Ja, okay. Und ich schalte die Kamera aus, anstatt dann
Es war so lustig. Sind ja Kollegen, ne? Irgendwie auch, oder? Oder? Ich kann ja Conny auf dem Bildschirm schon seit Jahren nicht mehr sehen, aber ich fand es interessant, als er die EAV interviewt hat. Sagen wir vielleicht für den Zuschauer etwas unterhaltsames Ereignis namens EAV. In der EAV hat er so einen Meister gefunden, weil die sind noch eloquenter. Und fangen wir mit dem Interview an oder hören wir auf? Wir können jetzt von vorne anfangen, nein, wir sind fertig. Nein, wir sind fertig, fix und fertig. Conny, ich bin stolz auf dich. Wir sind stolz auf ihn. Die EAV hat dann quasi Conny interviewt. Ich war immer ein großer Fan, ich bin es nicht mehr seit diesem Interview. Und es war herrlich anzusehen, ich habe mich echt gut gefreut. Frechheit. Was wir den Conny immer fragen wollten, weil wir so lange noch da waren, was hat ihn zum Fernsehen verschlagen? Und was hat er vorher gemacht? Gab es ein Leben vor dem Fernsehen? War Conny, was tat er, als er klein war? Wird es ein Leben nach Conny geben? Ja! Ist wurscht. Er ist da hinten, steht er. Er also, kommt wieder. Komm, Conny. Weiter, bist du okay. So. Danke. Das ist ein ganz lieber Kerl. Eigentlich ist er ganz normal. Ist auch stubenrein. Der ist auch stubenrein, das ist okay. Echt, echt auch gut.